Innerhalb der ersten 300 Tage, die ich in Minecraft Hardcore One Block überlebt habe, ist schon vieles passiert. In diesen 100 Tagen habe ich das aber nochmal getoppt und einiges wieder gezaubert. Also viel Spaß. Freunde der Sonne, hier sind wir wieder. Es war der 301. Tag und ich begrüßte als erstes meine Villager, indem ich sie abzockte. Dann ging ich aber sofort an die Arbeit und schaffte ein wenig Platz in der Mitte, da ich diesen brauchen würde. Ich hatte nämlich die geniale Idee, einen Sandtuber zu bauen, also bereitete ich alle Sachen vor und anschließend zerstörte ich mit den mächtigen roten Pilzen die Portal Frames auf zwei Seiten. Schaut jetzt zwar etwas komisch aus, aber ich musste das machen. Dann konnte das Bauen der Konstruktion beginnen. Zu meinem Glück musste ich nicht einmal einen Chunkloader dafür bauen, weil das Endportal ja innerhalb meiner Spawn-Chunks ist, also konnte ich mir das auch ersparen. Ich platzierte den Sand und schaltete die Konstruktion ein und sie funktionierte auch gleich. Jetzt musste ich nur noch mehr kurz die Aufsammelstelle im End bauen, die jetzt nichts Großartiges ist. Damit war der Bau der Farm eigentlich abgeschlossen und ich testete sie für so 5 Minuten, was mir den ganzen Sand brachte. Ja, das war viel und ich glaube, der Sandtuber wird noch ein richtiger Gamechanger werden. Gleich darauf war der nächste Block dran, nämlich Gravel. Für den stand ich auch ca. 5 Minuten AFK und bekam ca. gleich viel. Der Sand und der Gravel bekamen dann auch gleich ihren eigenen Lagerplatz. Ich hatte jetzt genügend Sweetberries, also zähmte ich den Fuchs, der wahrscheinlich schon ewig hier gefangen war. Seine neue Aufgabe war es jetzt, die Kakaobohnenfarm zu überwachen. Als nächstes ging ich in den Nether und probierte die Eisenfarm zum ich weiß nicht wie viel Mal zu reparieren bzw. optimieren. Mir gingen dann die Hopper aus, also craftete ich mir noch ein paar und vollendete damit die Konstruktion. Sie war jetzt zwar immer noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser als zuvor. Jetzt mit dem Sandtuber hatte ich die Möglichkeit, unendlich viel Concrete herzustellen, also war es viel schlauer, gelbes Concrete statt gelben Terrakotta für die Verkleidung des automatischen Kistenlagers zu nutzen. Ich wollte dann Sachen für eine weitere Farm vorbereiten, als einfach ein Babyzombie auf einem Huhn angerannt kam. Es wurde aber genau in dem Moment Tag und er fing an zu brennen. Mir war bewusst, wie selten das war, also versuchte ich mein Bestes, ihn am Leben zu halten, was mir aber leider nicht gelang. Naja, ich bereitete die Items für die nächste Farm vor, suchte mir dann einen geeigneten Platz und das Bauen konnte beginnen. Wie ihr seht, ist es eine Blumenfarm geworden, die ich gleich mit 6 Stacks Bone Meal testete. Dabei kam das alles bei rum, was schon ordentlich ist. Die Seeds brauchte ich ja nicht unbedingt, also baute ich kurz eine kleine Konstruktion auf, die automatisch für mich aus den Seeds Knochenmehl macht. Mit dem Gravel, Sand und der gelben Blume konnte ich jetzt gelbes Concrete Powder craften, mit dem ich gleich den Sandtuber bestückte, einschaltete und ganze 20 Minuten AFK stand. Dabei kamen fast 2 volle Doppelkisten raus, die auch ihren eigenen Lagerplatz bekamen. Am Abend des 308. Tages nahm ich mir dann ein paar Setzlinge und genügend Bone Meal, mit denen ich dann eine etwas längere Holzfarm-Session anging. Das automatische Kistenlager würde nicht nur wegen den Kisten so viel Holz benötigen, sondern auch unter anderem wegen der unzähligen Trichter, die ich brauchen würde, weil die ja auch alle mit einer Kiste gecraftet werden. So farmte ich also etwas über eine halbe Stunde nur Holz, was aber mit Haste 2 eh etwas effektiver war. Um ca. 45 Stacks an Holz war ich jetzt reicher, das sollte hoffentlich reichen. Aus dem Großteil craftete ich gleich Kisten, die ich dann schon bei dem neuen Kistenlager platzierte. Wie ihr seht, machte ich das in so einer U-Form. Dann klaubte ich mein ganzes Eisen zusammen, holte für Comparator noch Quarz im Nether, craftete Hopper und versuchte dann die Konstruktion für das automatische Einsortieren richtig zu bauen. Das dauerte etwas länger, weil ich es einfach so oft falsch gebaut hatte, aber irgendwann war es dann richtig und so fing ich an, die Konstruktion bei allen Kisten zu bauen. Mir ging dann der Stein aus, also farmte ich den kurz und baute damit die gesamte Konstruktion zu Ende, die zum Schluss wirklich schon nice aussah. Bei dem Filter hatte ich mich für pinkes Concrete Powder entschieden, also ließ ich mir das ca. 15 Minuten lang von der Duping-Maschine farmen. Dann ging das Umbenennen los, wobei ich ganze 5 Ambosse zerstörte. Die Filter packte ich dann in die Hopper und nachdem ich die Item-Frames überall platzierte, ging das Einsortieren los. Es scheiterte aber schon bei den ersten Items und ich kannte mich für eine kurze Zeit gar nicht mehr aus, weil die Sortiermaschine nicht so funktionierte, wie sie eigentlich sollte. Das Problem war dann, dass zu viele Filter drinnen waren. Jetzt machte ich zwar weniger rein, aber egal bei welchem Item, es müssen jetzt immer 13 davon im Trichter chillen, was bei etwas älteren Items vielleicht nicht allzu cool ist. Naja, wenigstens funktionierte es jetzt einwandfrei und ich musste mich nur noch mehr entscheiden, welche Items wohin kommen. Zuerst war natürlich das Holz dran, dann die verschiedenen Steine, dann so etwas wie Sand, Glas und Erde. Als nächstes die ganzen Netherblöcke, dann die Ozeanblöcke und Endblöcke und zum Schluss noch die ganzen Erzblöcke und Erze. Die letzten 4 bestückte ich vorübergehend einfach mal mit Schwarzpulver, Knochen, Raketen und Kisten. Die erste Etage war jetzt also fertig und ich transportierte alle einsortierbaren Blöcke rüber und ließ sie einfach mal einsortieren. Währenddessen das Lager fest am Arbeiten war, baute ich kurzerhand eine kleine Konstruktion auf, bei der man aus Concrete Powder normales Concrete machen kann.
Bis in die Nacht des 321. Tages stand ich dann dort und schaffte es, 2 Schallkartonen voll zu bekommen. Dann craftete ich noch schwarzes und hellgraues Concrete Powder, was ich kurz von dem Sanddupper farmen ließ und dann auch gleich zu normalen Concrete machte. Am 322. Tag hatte ich dann alles beisammen und das Bauen konnte beginnen. Wie ihr seht, wollte ich eine große Kiste als Verkleidung bauen, nur leider ging mir das schwarze Concrete aus. Also holte ich mir das auf klassisch wieder vom Duper, machte daraus normales Concrete und das Bauen der Chest konnte dann weitergehen. Am 325. Tag wurde ich dann fertig und ich muss sagen, mir gefällt sie auf jeden Fall. Schreibt aber mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Die Karotten- und Kartoffelfarm wollte ich dann mit Erde endlich mal fertigstellen, aber komischerweise war der obere Villager einfach verschwunden. Naja, wie auch immer, ich platzierte die restlichen Erdblöcke, holte den neuen Farmer und baute noch das Dach zu. Dann stand ich kurz bei der Cobblestone-Farm, dessen Stein ich dann in den Ofen haute. Anschließend ließ ich mir noch etwas graues und hellgraues Concrete-Powder farmen, das ich dann gleich zu normalen Concrete machte. Das machte ich auch noch kurz mit rotem und orangem Concrete und somit hatte ich alles beisammen für das nächste Bauprojekt. Nämlich war der Ofenraum mir etwas klein und außerdem nicht automatisch. Also wollte ich einen Superschmelter und natürlich eine passende Verkleidung bauen, was ich dann gleich machte. Als der Ofen dann von außen fertig war, den ich übrigens auch sehr feierte, baute ich noch den Superschmelter innen drinnen. Damit auch fertig, haute ich gleich ein bisschen Sand rein und es funktionierte einwandfrei. In der Nacht des 331. Tages baute ich endlich mal ein kleines Loch in die Megakiste, damit ich etwas leichter reinfliegen konnte. Dann sah ich das. Einfach Löcher in meiner Schweineinsel. Ich glaube, das muss wohl ein Enderman gewesen sein, anders könnte ich es mir nämlich nicht erklären. Ich baute die wieder zu und in der Zwischenzeit hatte der Superschmelter mir genügend Glas geschmolzen, mit dem ich das nächste Projekt angehen konnte. Ich suchte mir dafür den geeigneten Platz aus und das Bauen konnte beginnen. Ja, wie ihr seht, war es eine sehr große Glaskugel, die mein Riesenaquarium werden sollte. Leider hatte ich dafür viel zu wenig Kelp, also, wie man es sich schon vielleicht denken kann, baute ich eine recht kleine Kelpfarm hinter der Kürbisfarm auf. Am 337. Tag benannte ich die Papageien Rico und Nico, was muss ich sagen, echt geile Namen sind und außerdem habe ich letzte Folge vergessen zu erwähnen, dass der Hund hier jetzt Simon heißt. Dann ging ich die zweite Etage des Kistenlagers an und baute auch gleich die ganze Redstone-Konstruktion dazu. Das dauerte bis zum 340. Tag und anschließend stattete ich den Boden mit etwas Licht und Halfslabs aus. Dann baute ich noch so etwas zwischen den unteren und den oberen Kisten, wobei ich auch die Kisten mit den jeweiligen Blöcken kennzeichnete. Zum Schluss kam dann das bei heraus, was finde ich nicht allzu schlecht aussieht. Dann war die zweite Etage mit dem Bestücken der Items dran. Zuerst alle Sesslinge und Blätterarten, dann auf der anderen Seite alle anbaubaren Sachen und die Main-Sachen zum Essen, anschließend alle Monster-Drops und zum Schluss noch ein paar Random-Sachen. Somit war die zweite Etage auch fertig und die meisten Items sollten jetzt einsortierbar sein. Zunächst brachte ich fast alle Items, die ich besaß, ins neue Lager und ließ sie über die nächste Zeit einsortieren. Dann bereitete ich schon die Sachen für die nächste Farm vor, nämlich wollte ich eine Blaze Farm bauen, damit der Superschmelter auch immer genügend Brennstoff hat. In der Nacht ging ich dann in den Nether, flog zur nächsten Festung, suchte den Blaze Spawner und das Bauen der Farm konnte beginnen. Ich sag's euch, das war wirklich der komplette Krampf und ich war echt froh, fertig zu sein. Bisschen über 5 Minuten stand ich dann dort, was mir über 4 Stacks Blaze Rods bescherte. Damit bestückte ich gleich den Superschmelter, der mir jetzt wieder Glas schmelzen konnte. Ich baute dann so eine kleine Konstruktion auf, bei der ich Kelp farmen wollte, als mir erst auffiel, dass mein Helm nicht einmal Respiration 3 hatte. Also holte ich mir einen Villager und bekam nach kurzer Zeit sogar das richtige Buch. Davon kaufte ich mir dann 2, verabschiedete mich vom Villager, machte ein Respiration 3 Buch und packte es auf meinen Helm. Gleich darauf auch noch Soulspeed 3 auf die Schuhe, womit meine Rüstung jetzt glaube ich nahezu perfekt war. Dann holte ich mir ein paar Stacks Kelp und fing an, das Riesenaquarium in 2 zu teilen. Dann begann ich das Wasser zu platzieren und alle Blöcke, die unter Wasser waren, mit Kelp zu Wassersource Blöcken zu machen. Am 353. Tag war ich damit fertig und ich machte gleich mit der zweiten Hälfte weiter. Das dauerte zwar etwas, aber im Anschluss fertigte ich mir sehr kreative Name Tags an und brachte alle Fische, die ich bis dato gesammelt hatte, in das Riesenaquarium, wo zum Schluss insgesamt 19 Fische anzufinden waren. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, 100 Fische dort unterzubringen.
Letzte Folge ist die Goldfarm ja etwas schief gegangen, also war es jetzt Zeit geworden, eine funktionierende zu bauen. Dazu fing ich als erstes mal an, etwas Holz zu farmen und die ganzen verschiedenen Items zu craften. Mir gingen dann tatsächlich die Schalkerbox-Kapazitäten aus, weshalb ich kurzerhand ins End flog und nach End-Cities Ausschau hielt. Die erste End-City war einfach mal wahrscheinlich die kleinste End-City, die ich je gesehen habe, also flog ich zur nächsten, die auch so klein war. Die dritte war dann aber Gott sei Dank etwas größer und hatte sogar ein End-Schiff dabei. Ich sammelte dort einige Schalker-Shells, nahm den ganzen Loot mit und zu guter Letzt natürlich die Elytra und den Ender-Drachenkopf. Ich hatte dann fast alles beisammen, bis auf unter anderem ein paar Magma-Blöcke, also farmte ich die noch für eine Viertelstunde im Nether. Das andere, was mir noch fehlte, waren ein paar Glasblöcke, also ließ ich mir von der Duping-Maschine 5 Minuten lang Sand farmen, packte es in den Supersmelter und da ich die Glasblöcke alle in Blau haben wollte, stand ich noch kurz mit etwas über 10 Stacks Bone Meal bei der Blumenfarm. Mit den blauen Blumen craftete ich mir dann genug blaues Glas und ich war ready für die Goldfarm. Schaut einfach mal, wie viele Schalkerboxen an Items ich dafür vorbereiten musste. Naja, wie auch immer, auf der Netherdecke baute ich mich dann ganz weit nach oben und ich fing an, die Goldfarm zu bauen. Zum Schluss brachte ich noch 4 Pigments an jede der Ecken, benannte sie natürlich um und baute noch die Item-Auffangstelle. Dann stand ich nur 5 Minuten AFK, bekam dadurch extrem viel Level und knappe 13 Goldblöcke. Ich hatte jetzt also nicht nur eine extrem gute Goldfarm, sondern auch eine extrem gute XP-Farm. Zurück zu Hause hatte ich wieder Lust, den Zoo weiterzubauen, also bereitete ich ein paar Sachen dafür vor und farmte unter anderem noch ein wenig Jungle Wood. Dann ging ich zum Zoo, überlegte noch kurz, wie ich die verschiedenen Kabinen anordnen soll und fing dann an, die zweite Etage des Zoos zu bauen. Wie ihr seht, kamen 6 weitere dazu und die für den Tintenfisch erweiterte ich einfach ein wenig. Dann waren die Tiere dran und als erstes holte ich ein Pferd, das in die Kabine ganz links kam. Als nächstes war der Panda dran, von dem ich ja auch glücklicherweise einen hatte. Der kam logischerweise in die Kabine mit dem Bambus. Der nächste Kandidat war ein Papagei, der jetzt für immer über den Creeper chillen darf. Für die anderen Kabinen hatte ich weder den Mob noch das Bonai davon, also baute ich wieder die kleine Konstruktion in den One-Block auf und hoffte auf die jeweiligen Mobs. Recht schnell spawnte die erste Hexe, die ich in ein neues Zuhause lockte, was ein wenig nervig, aber nicht allzu schwer war. Am nächsten Tag spawnten dann Silberfische, wo einer davon auch ein neues Zuhause bekam. Jetzt brauchte ich noch einen Tintenfisch oder ein Wither-Skelett. Dafür baute ich vergebens den One-Block noch bis in die Nacht des 376. Tages ab und knackte dabei die 28.000 Blöcke. Die dadurch gewonnenen Items brachte ich natürlich gleich in mein Lager und ließ sie einsortieren. Freunde, jetzt hatte ich wieder eine geniale Idee und ein riesiges Projekt. Dafür baute ich mich zuerst mal in der Mitte ganz nach unten und es war wirklich ganz unten, man kann nämlich keinen Block mehr darunter setzen. Ich wollte ein riesiges Pixelart machen und dazu fing ich mal an, die Blöcke von der Mitte aus in eine Richtung zu setzen, damit ich ein Gefühl dafür bekam, wie groß das Ganze am Ende werden sollte. Das machte ich natürlich nicht nur in die eine Richtung, sondern innerhalb der nächsten 2 Tage in alle 4. So schaute das Ganze dann aus und ich war echt kurz am Überlegen, ob ich es nicht doch kleiner machen sollte, aber das wäre dann ja langweilig gewesen. Ich hoffe nur, dass sich das wenigstens in den 1000 Tagen ausgeht. Das wäre ein Träumchen. Ich stellte dann für das Projekt gegenüber von der Wollefarm ein kleines Kistenlager dafür auf, was die hauptsächlichen Blöcke dafür beinhaltet. Da ich ein wenig dunkelgrüne Wolle und übertrieben viel gelbe Wolle für das Projekt brauchen würde, färbte ich vorübergehend 3 von den anderen Schafen und bestückte dann jeden Dispenser noch mit 9 Scheren. Dann lootete ich das erste Mal jede Wolle, wovon ich echt schon übertrieben viel hatte. Ich nahm dann die gesamte gelbe Wolle, die ich besaß und fing dann unten an, das Pixelart zu bauen. Zum Schluss platzierte ich noch das ganze Glas, was ich hatte, darüber, weil ich echt keine Lust habe, dass die ganze Wolle irgendwann einmal abbrennt. Naja, so sah das dann aus und ihr könnt gerne mal raten, was das zum Schluss werden sollte. Ach ja, und anscheinend war da auch unten ein Slime-Chunk. Um das alles etwas zu verschnellern, bereitete ich Sachen für 3 weitere Wollefarmkabinen vor und baute die dann einfach zu den anderen dazu. Als ich damit fertig war, holte ich die Schafe von meiner Schafsinsel, brachte sie in die Farm und färbte 2 davon gelb und eine ließ ich weiß. Am 282. Tag wollte ich endlich mal meinen Raketenhaushalt etwas verbessern und dazu brauchte ich mehr Gunpowder, also wollte ich als nächstes eine Creeper-Farm bauen. Um die zu bauen, brauchte ich Blöcke, also stand ich ca. 25 Minuten bei der Cobblestone-Farm und bereitete anschließend die anderen Items vor. Weiters fehlte mir noch einiges an Glas bzw. Sand, also platzierte ich den beim Dewbound und als ich durch das Portal ging, kickte es mich komplett weg, weil einfach viel zu viele Mobs dort waren.
Die war nämlich noch vorher von der One-Block-Session von den ganzen Wellen. Ich stand dann noch ein wenig AFK, aktivierte den Supersmelter und dann ging ich wieder einmal die ganzen Farmerzeugnisse abholen. Dabei hat mich die Nether-Eisenfarm sehr positiv überrascht, aber generell alle Farmen haben ihren Job richtig gut gemacht. Hier mal ein Überblick der ganzen Ausbeute. Ja, die ist schon sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Ich craftete dann ganz viele Kürbiskuchen, besser gesagt eine Kiste voll, und damit war das Kürbiskuchenziel zur Hälfte schon geschafft. Als letztes Item für die Creeper-Farm brauchte ich noch über 15 Stacks Falltüren, also farmte ich noch ein wenig Holz und craftete damit fast ausschließlich Trapdoors. Das Glas färbte ich noch blau und jetzt hatte ich alles beisammen. Ich flog also zu einem der Spawn-Chunks-Ränder und fing an, die Creeper-Farm zu bauen. Als ich damit fertig war, musste ich nur noch mehr in jeden Dispenser einen Wassereimer reingeben und somit war die Farm funktionstüchtig. Zum Testen stand ich ein bisschen über 5 Minuten AFK und bekam dadurch ca. 5 Stacks. Die Farm war also auch ein voller Erfolg. Am 391. Tag begann ich dann das Kistenlager etwas aufzuräumen und für die Items, die nicht einsortiert werden können, einen eigenen Bereich zu bauen. Hierbei probierte ich es so simpel wie möglich zu halten und auf der anderen Seite, wo die restlichen Items dann hinkommen und oben, wo man die Items zum Einsortieren reingeben muss, baute ich auch noch ein wenig um. Als nächstes war die Mitte vom Lager dran. Da baute ich so eine kleine Erhöhung rein, damit es etwas angenehmer ist, von der oberen Kiste etwas zu entnehmen. Dann auf einmal spawnte auch einfach wieder ein Baby-Zombie auf einem Huhn, also sperrte ich das natürlich vorübergehend mal ein und benannte es Wither-Skeleton. Ich wollte dann wieder eine Tierinsel bauen, also baute ich kurz ein wenig Stein ab, suchte einen geeigneten Platz und das Bauen konnte beginnen. Damit fertig musste ich nur noch mehr den Esel reinbringen und als ich eine Leine holen wollte, musste ich leider feststellen, dass das Huhn vom Babyzombie einfach verschwunden war. Naja, der Esel kam dann in sein neues Zuhause und die nächste Tierinsel war damit auch fertig. Da ich für die Insel wieder Coarse Dirt verwendete, kam ich auf eine geniale Idee. Da man für Coarse Dirt nur 2 Erde und halt 2 Kies braucht, könnte ich mir somit ja unendlich Erde generieren. Das versuchte ich dann auch und das einzige, was ich machen muss, ist das Coarse Dirt einmal mit einer Hoe zu normalen Dirt machen. Mit der Methode sollte ich keine Dirt-Probleme mehr haben. Dann war das Sortieren der restlichen Items dran, womit das Kistenlager jetzt finished war. Als nächstes ging ich in den Nether zur Nether-Festung und lockte ein Wither-Skelett bis zu meiner Nether-Base, wovor es dann einfach von einem Piglin leider getötet worden ist, also holte ich einen weiteren, den ich dann durch das Portal in die Overworld brachte. Dann musste ich es nur noch mehr in den Zoo bringen und so war die zweite Reihe bis auf den Tintenfisch abgeschlossen. Zumindest dachte ich das, der Silberfisch war nämlich nicht mehr da, aber ich brauchte nicht allzu lange, um herauszufinden, wo er war. Naja, blöd gelaufen. Ich wollte dann herausfinden, welche Farm für den Supersmelter die bessere ist, die Blaze oder die Wither-Skeleton-Farm. Begonnen habe ich mit der Blaze-Farm und in 5 Minuten habe ich 87 Blaze-Rods bekommen, was einer Brennkraft von 1044 entspricht. Als nächstes stand ich 5 Minuten bei der Wither-Skeleton-Farm und bekam dadurch 365 Kohle, was einer Brennkraft von fast 3000 entspricht. Ich glaube, der Sieger war also eindeutig und dazu bekam ich auch noch 20 Wither-Köpfe und übertrieben viel Knochen. Mit dem neuen Brennstoff konnte ich also wieder neues Glas schmelzen. Dann ging ich ein letztes Mal den One-Block an und stand bis in die Nacht des 399. Tages dabei und knackte die 29.000 Blöcke. Am 400. Tag aktivierte ich nochmal den Sand-Duper, aber anstatt ich einfach AFK stand und mir den Sand farmen ließ, respawnte ich den Ender-Dragon und bekämpfte ihn. Nach einem kurzen Kampf brachte ich es mit Pfeil und Bogen zu Ende, holte mir den ganzen Sand ab und schmiss den Supersmelter an. Mit dem Glas überbaute ich das angefangene Pixel-Art und dann war der 400. Tag auch zu Ende gegangen. Das war es. Ich habe 400 Tage in Minecraft Hardcore One Block, ohne zu sterben, überlebt.